kann der VfL Wolfsburg nochmal an die Champions League-Ränge anschließen? Oder kann Bremen die Wölfe stoppen? Das Topspiel der Woche, Gladbach gegen Bayern. Wer hat die Oberhand? Manuel Neuer oder Jan Sommer? Für den BVB geht es darum, die Tabellenführung weiter auszubauen. Mit Marco Reus wieder im Aufgebot. Wer verzweifelt im Abstiegskampf? Die Schalker, neue Situation ohne Christian Heidel. Und Hannover gegen den VfB Stuttgart. Das alles am 24. Spieltag. Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Der 24. Spieltag steht an. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt immer schön sportlich fair. Und ja, geht davon aus, dass es hier nur eine Prognose ist, mit der ich nichts zu tun habe, beziehungsweise der Computer spielt das. Ich spiele hier kein Team, beeinflusse das nicht. Los geht's mit Augsburg gegen Dortmund. Der FC Augsburg bekam eine richtige Packung ab. Gegen den SC Freiburg stand es am Ende 1:5 und es hätte noch höher ausgehen können. Jetzt kam der BVB in die Fuggerstadt und die in schwarz gekleideten Gäste starteten hier gut rein und wollten nach dem 3:2 gegen Leverkusen den nächsten Sieg einfahren. Reus war wieder dabei. Götze schickt ihn gleich mal in die richtige Position. Kobel kann parieren, super zart in der Anfangsphase, aber trotzdem weiterhin nur die Gäste mit dem Zepter in der Hand. Götze auf Jadon Sancho, der legt nochmal zu Mario. Götze, der hat die Übersicht und diesmal ist Marco Reus dann auch erfolgreich. 16. Spielminute, das 1:0 für den BVB, 14. Saisontor. Es war noch unklar am letzten Wochenende, ob er denn nun wirklich spielen konnte. Aber man sieht einfach, dass der wichtig ist. Und er bringt nochmal Prozente neu aufs Feld. Jetzt ist er da und kann den BVB weiterhin verstärken. Das ist ohnehin klar. 27. Spielminute vom FCA, kam nach vorne nichts. Beim letzten Heimauftritt gegen Bayern sah es gar nicht so schlecht aus, lange Zeit. Hier wurden sie vorgeführt. 28. dann eben der Kopfball von Zagadou, hatte ja auch gegen Leverkusen nach einem Eckstoß getroffen. Der hier geht knapp am linken Pfosten vorbei. Kurz vor der Pause nochmal der BVB. Es hätte schon deutlich höher stehen können. Felix Götze mit dem Fehler. Reus, Götze, super Kombination. Die waren heute richtig klasse drauf, spielten stark zusammen. Paco Alcacer rückte auf die Bank. Ebenso wie Weigel, dafür Delaney und Reus eben im Aufgebot. Zur Pause dann das 0:1 für den FCA, noch glücklich, dass es eben nicht höher stand. Das war nach vorne deutlich zu wenig und auch hinten in der Defensive mit eklatanten Fehlern. Jetzt wieder der BVB. Witzel, genialer Ball in die Schnittstelle. Da ist Jadon Sancho und der lässt sich diese Chance nicht nehmen. 9. Saisontor. Das 2:1 gegen Leverkusen hatte er per Direktabnahme erzielt. War überragend gemacht, hat seine Qualität in der Szene gezeigt und auch jetzt seine Schnelligkeit, seine Abschlussstärke. Keine Chance für Kobel und der hat wieder das Nachsehen. Dann wachte der FCA langsam auch mal auf. Die Messe war trotzdem eigentlich schon gelesen. Trotzdem probierten sie es mal, nach vorne zu spielen. Kuh und Gregorisch mit dem Ball auf Jensen. Der bringt auch die Flanke. Böki kann es erstmal klären. Dann ist Jadon Sancho dazwischen. Und er arbeitete zurück. Sprach auch für die Einstellung des BVB, die auch gegen Leverkusen sehr defensiv begann. Dann auch endlich mal ein Torschuss. Ein Torschussversuch zumindest in der 59. von Felix Götze. Im Hinspiel war er noch erfolgreich, erzielte das 3:3. Am Ende verloren ja die Fuggerstädter noch mit 4:3 durch einen Freistoß in der Nachspielzeit. Letzte Aktion nochmal in der Partie. Wieder von Marco Reus in Szene gesetzt, wieder von Mario Götze. Am Ende ist es von Sancho dann etwas zu unglücklich, kommt da nicht mehr den Winkel rum, aber am Ende ist es ein hochverdienter Sieg, auch mit dem 2:0 geht das in Ordnung, hätte noch höher ausfallen können, Augsburg war einfach chancenlos.
Der FC Schalke 04 nimmt sich eigenständig auseinander. Zumindest erstmal augenscheinlich. Christian Heidel tritt freiwillig zurück. Spätestens zum Ende der Saison wird man in Gelsenkirchen nicht mehr über ihn reden und wahrscheinlich auch nicht mehr so viel drüber nachdenken. Jedenfalls nicht im Positiven. Das war in weiten Teilen noch etwas unglücklich. Zum Sportlichen. Die erste Möglichkeit nach der 3:0-Pleite, Blamage in Mainz, kam dann von Marc Uth. Wirklich gefährlich wurde es noch nicht. Und die Düsseldorfer versuchen auch nach vorne zu spielen. Die drehten ja einen 0:1-Rückstand gegen die Kloberer zum 2:1-Sieg zu den eigenen Gunsten. Usami mit der Flanke. Nübel ist aber aufmerksam und fängt den Ball ab. Der war teilweise wirklich alleine gelassen gegen den ersten FSV Mainz. Keine 20 Minuten gespielt. Möglichkeit für den FC Schalke. Endlich spielten sie mal nach vorne. Der letzte Heimauftritt gegen Freiburg war ja auch katastrophal. Jetzt Kelly Jury mal mit dem Abschluss aus der Drehung. Man möchte nicht hier von etwas Großem sprechen, aber eventuell war das jetzt so ein kleiner Knackpunkt für Schalke. Das mit Heidel, dass sie sich darauf auf jeden Fall nicht mehr ausruhen können. Und jetzt spielen sie eben auch nach vorne. Im Tor übrigens weder Drobny, der hatte einen Bruch. Weder Michael Rensing, der war verletzt. Stattdessen Yannick Theissen, eigentlich in der zweiten Mannschaft aktiv, machte in der ersten Halbzeit seinen Job richtig gut und hielt erstmal die Null fest. Und das war nach 45 Minuten etwas glücklich für die Gäste. Dann starteten sie aber etwas forscher rein. Friedhelm Funkel scheinbar mit den richtigen Worten in der Halbzeitpause. Nico Gieselmann lupft den Ball in die Mitte, aber das war dann etwas zu harmlos. Schauen wir nochmal drauf. Da kann man auch mehr draus machen, ganz klar. Schalke hatte Glück, dass der eben nicht gefährlicher geworden ist. Keine Stunde gespielt. Kutucu mit der Flanke erstmal rausgeklärt von Kaan Ayhan. Siegtorschütze war er zuletzt gegen den ersten FC Nürnberg. Szene noch nicht geklärt. Theissen ist aufmerksam, hat einmal Glück. Hier ist es der Pfosten, der rettet und dann im Nachschuss lenkt er den Ball über die Latte, klasse gemacht. Der war wirklich in guter Form. Sein erster Bundesliga-Auftritt, natürlich. Bentaleb legt den Ball in den Strafraum. Wieder Daniel Caligiuri, aber auch da lässt sich Yannick Theissen nicht aus der Fassung bringen. Dann auch mal wieder ein Offensivzeichen der Düsseldorfer. Fink mit der Übersicht, das ist Takeshi Osami und der macht das Tor. 0:1, 71. Minute, kam jetzt etwas aus dem Nichts, weil Schalke die bessere Mannschaft war. Im DFB-Pokal gewannen sie ja auch hier zu Hause gegen die Fortuna. Jetzt lagen sie zurück, viel war auch nicht mehr auf der Uhr, Viertelstunde noch knapp zu spielen. Sollte man etwa schon wieder zu Hause verlieren. Kutucu, Ocipka, Harit und Theissen hält den Ball fest und was heißt wieder zu Hause verlieren? Zu Hause wieder kein Dreier einfahren. Gegen Freiburg war es ja ein 0:0 und das war absolut unbefriedigend. 10 Minuten noch zu spielen. Nochmal der FC Schalke. Kutucu sehr auffällig. Ayhan aber erstmal dazwischen. Mascarell, Ocipka mit der Flanke. Uth an den Pfosten. Bentaleb kann aber abstauben und Ausgleich. 81. Spielminute. Der S04 zieht noch den Kopf aus der Schlinge. Kann am Ende nicht mehr gewinnen. Holt aber immerhin einen moralischen Punkt. Trotzdem bleibt Düsseldorf vor den Königsblauen und damit werden sie dann auch besser leben können mit diesem Resultat. Es wäre am Ende für Schalke vielleicht auch der Dreier drin gewesen, aber sie schaffen es nicht, holen dann nur einen Punkt und das ist im Endeffekt auch wieder eher enttäuschend. Bittere Pleite für Bayer 04 Leverkusen in Dortmund. Am Ende war es eine zu schwache Leistung in der Defensive, um dort dann Punkte aus dem Westfalenstadion mitnehmen zu können. In der Anfangsphase gehörte ihnen gegen Freiburg hier aber die Partie. Und die erste Möglichkeit hatte dann Julian Baumgartlinger in der 5. Spielminute. Versucht er es mal aus der 2. Reihe, aber drischt den Ball knapp drüber. Auch Freiburg versuchte nach vorne zu spielen. Leverkusen war aber etwas zielstrebiger in der Anfangsphase. Brand schickt Leon Bailey. Der ist schon im Strafraum. Legt nochmal zurück. Clever mitgelaufen. Wendell wieder für Jedwai dabei. Kevin Volland an die Latte. Dann war die Szene geklärt. Eben Jedwai
der sich einen Fehler erlaubte, einen folgenschweren gegen Dortmund, rückte wieder auf die Bank. Wendell, der eine Verschnaufpause bekam, nach der Europa League wieder von Beginn an dabei. Aber wieder Leverkusen. Bailey, Kevin, Vorland und wieder Aluminium. Der hatte jetzt Pech. Pfosten, Latte kurz davor und es war einfach unglücklich, dass es noch nicht 1-0 für Leverkusen stand oder sogar schon 2-0. 10 Minuten noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Baumgartlinger, Charles Arangis nochmal. Julian Baumgartlinger, dem war noch kein Treffer vergönnt, auch wenn er richtig Lust hatte, hier zu spielen. Freiburg in der Defensive konzentriert, aber von dem 5-1 Powerfußball zuletzt gegen Augsburg, so muss man es ja bezeichnen, war hier nicht so viel in der Bayarena zu sehen. Aber in der Defensive ist es ja auch erstmal wichtig zu stehen oder wichtig gut zu stehen. Und dennoch ließen sie einiges zu. Im zweiten Durchgang änderte sich das dann. Günther nach Gelb-Rot-Sperre mit dem Flankenball auf Nils Petersen und es stand 0-1. 48. Minute, 8. Saisontor für Nils Petersen. Und Leverkusen zeigt wieder Defizite in der Verteidigungsarbeit. Lukas Radetzky, naja, sieht auch nicht so ganz glücklich aus. Der Kopfball ist gut gesetzt. Dann steht der Finne etwas zu weit vor seinem Kasten, kann nicht mehr parieren. Konnte Leverkusen postwendend antworten? Das war die Frage. Sie versuchten es über die rechte Seite. Schalter an Gies, Havertz, dann der Seitenwechsel zu Kevin Volland. Der hätte Übersicht. Leon Bailey, Julian Brandt, aber Schwolo passt auf, ist schnell genug draußen und kann diese Szene bereinigen. Gut gemacht von Alexander Schwolo, wie er da den Winkel verkürzt. Stunde gespielt, jetzt mal Freiburg nach einer Standardsituation mit einem Versuch nach vorne zu spielen. Und Dominik Heinz testet Lukas Radetzky, Franz und Haberer, der vertändelt es dann im Endeffekt. Das wäre es gewesen, hier das 0-2. Aber Leverkusen glaubte weiterhin dran, kam ja gegen Dortmund auch nach einem Rückstand zumindest zurück. Kevin Volland, Bailey mit der Flanke, Julian Baumgartlinger, der dritte Abschluss vom Sechser in dieser Partie. Aber wieder sollte es nicht sein mit dem Tor. Köpft ihn etwas drüber. Freiburg bekam jetzt noch mehr Druck. 10 Minuten aber auch nur noch zu spielen. Nochmal Kai Havertz und Kevin Volland. Charles Arangis mit der Flanke. Zweiter Pfosten, der Winkel ist zu spitz. Schwolo muss nicht mehr eingreifen. Leon Bailey trifft nur das Außennetz. Doch die Elf von Peter Bosch weiterhin dazu angehalten, nach vorne zu spielen. Baumgartlinger, nochmal eine Aktion. Nochmal Kai Havertz und der an den Pfosten. Nachspielzeit, es sollte für Leverkusen einfach nicht sein. Und wie es dann so passiert, der gegenseitige Angriff, dann der Konter. Yannick Haberer mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Vincenzo Grifo mit dem 0-2. Die Nachspielzeit war schon lange abgelaufen. Der Konter wurde noch gespielt. Und der Italiener macht hier dann alles klar. Ein 0-2, das bitter ist für Leverkusen. Damit verlieren sie wieder Luft im Kampf um die Europa-League-Plätze. Tut sehr weh, ist unnötig, weil sie mehr Chancen hatten. Aber sie haben keine genutzt und verlieren so 0-2 gegen Christian Streich und den SC Freiburg. Die Partie von Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96 war schon sehr interessant zu beobachten. Da machten sie lange nicht viel im ersten Durchgang, hätten trotzdem in Führung gehen können. Dann spannen sie in der zweiten Halbzeit einmal den Bizeps an und alles geht dahin. Das zeigt die Qualität der Eintracht in dieser Saison. Gegen Hoffenheim, die zuletzt gegen Leipzig in der letzten Minute noch den Ausgleich kassierten, wollten sie zu Hause unbedingt den Dreier einfahren, um Platz 6 zu verteidigen. Die erste Möglichkeit gehörte ja auch den Gastgebern. Oliver Baumann war aber da und konnte den noch parieren. Es war eine offene Partie und auch Hoffenheim setzte offensive Akzente. Kerim Demirbay, der sehr auffällig gespielt hat gegen die Leipziger, aber keine Akzente in dem Sinne setzen konnte. Joel Linton, der ist auffällig. Der macht in den Wochen zuvor wirklich Terror in den Strafräumen der Gegner. Hier war er noch unerfolgreich. Nochmal vor der halben Stunde Marke die Frankfurter. Ante Rebic schlägt rüber zu Hasebe. Nochmal weiter auf Philipp Kostic und Tor 1-0 für Frankfurt. 29. Spielminute und Philipp Kostic, der so ein klasse Lauf abgeliefert hat in der 90. Minute gegen Hannover, schießt hier die verdiente Führung für die Eintracht.
Nicht lange später spielen dann hier die Frankfurter ein Dicker und Hinteregger sich den Ball hin und her. Dann kommen die Hoffenheimer und machen mal ein bisschen Druck. Demirbay, was für ein Fehler von Dicker, und Demirbay nutzt das aus. Ausgleich, 37. Spielminute, was für ein Bock in der Hintermannschaft von Frankfurt. Ein Dicker will da anfangen zu spielen. Einige Hoffenheimer hatten sich sogar schon wieder zurückgezogen. Demirbay erhöhte den Druck und wurde dafür dann belohnt. Vor der Pause nochmal die Frankfurter. Konnten sie diesen Lapsus ausbaden? Ihrer Mannschaftskollegen Ante Rebic schlägt sich den Ball selber zurück. Hasebe vorne, sehr auffällig. Jovic mit dem Abschluss. Aber Oliver Baumann pariert. Die letzte Möglichkeit des ersten Durchgangs. Und da müssen sich die Frankfurter an die eigene Nase packen. Eine sehr gute erste Halbzeit konnten sie nicht mit der Führung vergolden, weil sie eben einmal unachtsam waren in der Defensive. Einfach einmal zockten, und das war einmal zu viel gegen die Qualität von Kerim Demirbay. Im zweiten Durchgang jetzt die Sinsheimer spielbestimmt. Kerim Demirbay ist das wieder. Eine sehr gute Partie. Joel Linton legt zurück zu Florian Grilic, Kramaric, aber ein Dicker ist dazwischen, bekommt den Ball in eine schmerzhafte Region, aber er konnte dann später weitermachen, nachdem er sich kurz erholen musste. 20 Minuten noch auf der Uhr. Andrej Kramaric legt zu Nadim Amiri. Eine gute Körpertäuschung gegen Hasebe, und der alte Mann ist ausgenommen. Der spielt so eine überragende Saison, lässt sich jetzt von Nadim Amiri hier so natzen. Und dann steht es 1:2. Die Führung für die Gäste mittlerweile auch nicht mehr ganz unverdient. Verkehrte Welt. In Leipzig war es für Hoffenheim noch genau andersrum. Da spielten sie im ersten Durchgang richtig gut. Aber die Frankfurter wollten antworten. Kostic, eine Viertelstunde gar nicht mehr auf der Uhr. Rode, Kostic, Pingpong im Strafraum. Kostic mit dem Abschluss. Aber Baumann hält den Ball fest. Frankfurt kam dann in der Folge nicht mehr wirklich gut nach vorne. Stattdessen nochmal die Kontermöglichkeit für Sinsheim, hier alles klar zu machen. Joel Linton. Der Brasilianer gibt nochmal ab zu Nico Schulz, zu Joel Linton wieder. Das machten die wirklich richtig gut. Die Flanke von Hinteregger erstmal geklärt. Grilic macht es aber nochmal scharf. Belfodil auf Nadim Amiri. Und die letzte Möglichkeit der Partie war dann eher eine ungefährliche. Am Ende gewinnt Hoffenheim mit 2:1, nicht unverdient. Aber das hat sich die Frankfurter Eintracht durch das 1:1 selbst zuzuschreiben. Nach der 1:0-Pleite gegen den FC Bayern München, wo sich die Hertha aber durchaus gut schlug, wollte man jetzt zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05 die nächsten 3 Punkte einfahren. Und die Mainzer hatten ja Schalke mit 3:0 wieder nach Hause geschickt. Und hier die in blau-weiß gekleideten Gastgeber mit dem perfekten Start. Maximilian Mittelstädt, 5. Spielminute, und die Ostkurve und das gesamte Olympiastadion in heller Freude, Samstagnachmittag, beste Fußballzeit, und dann so ein Hammer ins kurze Eck. Auch wenn Müller da ist, da kann er nichts machen, der schlägt perfekt ein. Aber lange ließ sich der erste FSV davon nicht beeindrucken und spielte Postwetten nach vorne. Maxim, und da ist dann der Fallrückzieher oder Seitfallzieherversuch von Onisivo, aber erstmal war stark dazwischen. Onisivo, der Mann des Tages für mich gegen den FC Schalke. Aber weiterhin die Gäste ohne Angst nach vorne und dann auch mit dem Treffer. 12. Spielminute, Mut wird belohnt. Jean-Philippe Mateta taucht da frei auf. Irgendwie nach Ping-Pong-Aktion fällt ihm der Ball vor die Füße, und er lässt sich da dann nicht zweimal bitten. Gegen Schalke auch erfolgreich gewesen. Knappe Viertelstunde gespielt, jetzt wieder die Hertha. Es war ein Hin und Her. Lazaro mit der Flanke, Kalou mit dem Kopfball. Müller hält den Ball fest, war gar nicht mal so unplatziert, aber aus zu großer Distanz. Doch weiter der Druck, die gleiche Szene noch. Meier nochmal auf die rechte Seite, Lazaro mit der Flanke, Selke verlängert, und Salomon Kalou macht jetzt den Kopfballtreffer. 18. Minute, 4. Saisontor für den Ibora. Diese Quote spricht nicht unbedingt für eine gute Saison, aber was der abreißt, der über 30 Jahre schon auf dem Buckel hat, deutlich sogar, was der hier für Spiele macht für die Hertha. Der wird nicht nur an den Toren gemessen, doch hinten waren sie dann wiederum zu anfällig. Mateta und 2:2, was für eine Partie. Knapp über 20 Minuten gerade mal gespielt, und die Abwehr auf beiden Seiten war löchrig.
Das ist man von der Hertha nicht gewohnt. Bei Mainz 05, ja, da waren es immer mal wieder Ausreißer nach unten. Ich erinnere da an ein Spiel gegen Leverkusen. Und so waren sie auch hier wieder extrem anfällig. Maxi Mittelstädt im 16er. Legt nochmal clever zurück zu Arne Meyer. Der ist mitgekommen. Andrej Duda 3-2, 30. Spielminute. Und damit war erst ein Drittel dieser Partie gelaufen. Es war auch fast jeder Schuss ein Treffer, das muss man dazu sagen. Dennoch, außergewöhnlich war es an diesem Nachmittag auf jeden Fall. Aber Mainz ließ sich davon wieder nicht irritieren. Spielten wieder nach vorne Öztunali auf Unisivo, der hat den Überblick, Mateta und 3-3. Kein lupenreiner Hattrick, waren ja immer Gegentreffer dazwischen, aber Mateta gleicht hier zum dritten Mal aus für die Gäste. Und Jahrstein gegen die Laufrichtung ist wieder bedient, streckt noch den Fuß aus, kommt aber nicht mehr ran. Nachspielzeit des ersten Durchgangs, Arne Meyer nochmal von 16er Grujic rübergelegt, Lazaro 4-3, das Spektakel nahm einfach kein Ende. Drittes Saisontor für Valentino Lazaro. Auch wieder viel zu frei. Aber was macht's? Am Ende ist das für den neutralen Zuschauer wunderbar anzuschauen. 7 Tore nach 45 Minuten. Die Frage war, konnte dieses Toreniveau jetzt gehalten werden? Die Antwort, nein, es wurde etwas zurückgeschraubt, aber trotzdem war es noch offensiv sehr ansprechend. Niakate verliert hier den Ball an Lazaro. Wie kann man dich da so anstellen? Da der Rückpass auf Selke in den Rückraum. Aber Gilbert ist dazwischen verhindert. Das 5-3 war aber auch dann noch recht deutlich am Kasten vorbei. Stunde gespielt, konnte Mainz ein viertes Mal ausgleichen. Lustenberger erstmal dazwischen. Bark mit dem Fehler, der musste den rot gesperrten Rekik vertreten. Und das wird bestraft. Danny Latzer, 61. 4-4. Weil Bark hier nicht an den Ball kommt, kann es eigentlich klären. Und Latzer setzt sich dann da ab, muss nur noch den Fuß hinhalten. Und setzt den Ball direkt unter das Dach. Aber dieses Spiel hatte doch sicherlich noch ein Kapitel. Salomon Kalou kann nicht vom Ball getrennt werden. Duda auf die linke Seite, Maximilian Mittelstädt erstmal ungefährlich. Aber Mainz kommt nicht an den Ball. Salomon Kalou, was für eine Drehung und was für ein Tor. 71. Spielminute. Und das war das Ende. 5-4 in einer denkwürdigen Bundesliga-Partie. Und wenn man das so liest, Hertha gegen Mainz, geht man von vielem aus. Auf jeden Fall aber nicht von 9 Toren in 90 Minuten. Das war's. Hertha schlägt Mainz mit 5-4. Der erste FC Nürnberg schlägt sich aktuell zu häufig selbst. Zu viele rote Karten, zu viele unnötige rote Karten. Vor allem gegen RB Leipzig zu Hause wurde es hier nicht unbedingt einfacher. Auch mit 11-11. Die erste Möglichkeit konnte hier in der Frühphase Christian Matenia allerdings entschärfen. Die Leipziger konnten spät zurückschlagen gegen Hoffenheim und wollten hier natürlich nichts anbrennen lassen. Paulsen, Mateusz Kunja und das 1-0. 13. Spielminute. Die Gastmannschaft hatte hier alles im Griff. Nachdem Nürnberg zu Hause unter Boris Schommers gegen den BVB ein gutes 0-0 sogar herausspielte, war es hier dann der frühe Rückstand, der dann häufig auch mal das Genick brechen kann. Aber so versuchten sie hier schnell zu antworten. Srelak auf Hanno Behrendt, super Schuss. Und da fehlt wirklich nicht viel zum Ausgleich. 18. Spielminute, das hätte es jetzt sein können. Starke Schusstechnik von Hanno Behrendt, aber Gulaschi muss nicht eingreifen. Knappe halbe Stunde gespielt, wieder die Leipziger. Weiter Flankenball von Leimer und der kommt sogar an bei Marcel Sabitzer. Aber der Kopfball ist dann deutlich zu drucklos gespielt. 5 Minuten noch zu spielen vor der Pause. Adams mit der guten Übersicht. Marcel Sabitzer und Christian Matenia kommt raus und hat den Ball nicht. Und das ist dann in der Regel tödlich. Guter Ball von Tyler Adams nach außen gespielt. Und Sabitzer muss nur noch das Tor treffen. 0-2 zur Pause. Extrem unglücklich. Matenia, der in den letzten Wochen sehr gut aufgelegt war, erlaubt sich hier eventuell den folgenschweren Fehler, der dieses
Spiel schon frühzeitig entscheiden konnte. 50. Minute, Nürnberg wollte es dann versuchen, aber ein bisschen sinnbildlich auch für diese aktuelle Leistung. Löwen rettet sich diesen Flankenball noch herausragend. Am Ende ist es ein Abstoß für Leipzig. Ärgerlich für Nürnberg, sie taten, aber es kam nichts Zählbares dabei heraus. Stunde gespielt. Paulsen mit der Flanke, die Möglichkeiten hatte hier die Elf von Ralf Rangnick. Diego Demme, Kopfball, aber auch das nicht wirklich gefährlich. Anschließende Aktion, wieder Leipzig. Matthäus Kunja, Konrad, Leimer. Ja, dem rutscht da der Ball über den Fuß. Nicht wirklich gefährlich. Leipzig machte im zweiten Durchgang nicht mehr so viel, weil sie mit diesem 2:0 eben eine komfortable Führung hatte. Und der 1. FC Nürnberg wirkte nicht so, als hätten sie hier nochmal zwei Dinger machen können. Aber einmal kam sie, weil Demme in die Zentrale nur klären kann. Und Enrico Valentini schießt dann einfach mal drauf. Der war nicht schlecht, der Schuss. Hätte man dann auch auf Freistoß entscheiden können. Das war nicht der Fall. Stattdessen 10 Minuten vor dem Ende nochmal Leipzig. Everton klärt in die Mitte. Leimer, Diego Demme und Tyler Adams nimmt sich dann mal ein Herz und hämmert den Ball oben in den Knick. 84. Spielminute. 3:0 war dann am Ende auch ein bisschen zu happig. Das hatten die Nürnberger nicht verdient. Darüber, dass dieser Sieg absolut verdient ist, muss man aber auch nicht diskutieren. Nürnberg lässt weiter federn und Leipzig setzt sich oben weiter in den Champions League-Rängen fest. Borussia Mönchengladbach musste jetzt die zweite Heimpleite in Folge hinnehmen und schon wieder 0:3 gegen den VfL Wolfsburg, auch wenn sie wieder nicht die schlechtere Mannschaft waren über weite Teile. Am Ende standen sie wieder mit 0 Punkten da. Und der FC Bayern München wollte hier an diesem Samstagabend den nächsten Dreier festmachen. Das 1:0 gegen Hertha war wohl ein klassischer Arbeitssieg. Hier hatten sie dann die erste Möglichkeit nach 11 Spielminuten. Das haben sie lange und schön rausspielen können. Am Ende kommt nichts als ein harmloser Schuss von Serge Gnabry dabei rum. Viertelstunde knapp gespielt, der Belgier Thorgan Hazard legt sich den Ball hin, bringt ihn dann auch rein auf den zweiten Pfosten. Erstmal kann es geklärt werden, Johnson dann aber bekommt den Ball vor die Füße und aus 16 Metern testet er dann mal Manuel Neuer, der mit einer Glanzparade in der Szene macht er überragend. Wie auch immer er den abwehrt, der wäre sonst sicherlich im Kasten gelandet. 20 Minuten knapp gespielt, dann Fehler im Spiel nach vorne und der Dieter Hecking hat seine Mannschaft auf sowas eingestellt. Hermann mit der Flanke, Hazard mit dem Kopfball und 1:0. 21. Spielminute und die Bayern bekamen jetzt eventuell Flashbacks an das Hinspiel, wo man zu Hause unterlag gegen Borussia Mönchengladbach. Und es folgte eine Negativspirale. Davon wollte man hier nichts mehr wissen. Und die Bayern wissen auch, mit sowas umzugehen. Sie blieben nämlich gleich vorne dran, keine halbe Stunde gespielt. Hofmann erstmal dazwischen, heute für Zakaria wieder dabei. Martinez, Lewandowski und Ausgleich. 1:1, 27. Minute. Ja, die Bayern wissen jetzt, wie man mit so etwas umgeht. Das ist die klare Antwort. Das geht auch zu einfach. Elvedi und Ginter zu weit weg von Lewandowski. Und der lässt sich dann von Jan Sommer nicht mehr irritieren. 10 Minuten vor der Pause, der FC Bayern wollte das Spiel gänzlich drehen, noch vor dem Pausenpfiff. Hofmann kann es erstmal klären, aber Bayern bleibt in der Szene drin. Martinez, Leon Goretzka und der hält dann einfach mal drauf. Der Schuss ist aber zu zentral und bringt dann Jan Sommer nicht wirklich aus der Fassung. Ist da ganz klar stabil vor sich, vor ihm duckt sich noch einer, aber kein Problem. Er hält den Ball fest. Nochmal die Bayern. Guter Ball, genialer Ball. Lewandowski mit dem perfekten Laufweg. Es war kein Abseits. Und Partie doch noch gedreht. 15. Saisontor für den Polen. Der Ball hier ist genial. Gleiches Eck und gleiche Leier. Jan Sommer kann nichts mehr machen. Aus der Distanz ist er abermals machtlos. 2:1 also zur Pause für den FC Bayern München. 6 Minuten brauchten sie zum Ausgleich, dann wiederum 13 Minuten zur Führung. Aber die Elf von Dieter Hecking wollte sich nicht mit der nächsten Heimpleite begnügen. Lars Stindl haut dann einfach mal aus der Distanz drauf. 49. Minute. Es war zumindest ein Warnzeichen für Manuel Neuer, auch wenn er da nicht wirklich ins Schwitzen gekommen ist. Die in weiß gekleideten Gastgeber aber jetzt mit dem Spiel in der Hand. Neuhaus hatte überragende Möglichkeiten gegen den VfL, aber er machte keine rein. Am Ende
war es eben das angesprochene 0:3. Keine 20 Minuten mehr auf der Uhr. Der FC Bayern München wollte die ganze Partie jetzt hier entscheiden und hätte es hier durch Davis machen müssen. 73. Spielminute am zweiten Pfosten. Auch wenn er winkelspitz ist, der muss zumindest auf den Kasten kommen. Sehen wir in der Szene. Hat auch viel Platz am Ende. Ist es etwas Unvermögen, Pech, kommt dann alles zusammen. Jetzt hier Alphonso Davis verliert den Ball an Wendt und dann ging es richtig schnell. Player schickt da Thorgan Hazard auf die Reise. Alleine auf weiter Flur. Keine Viertelstunde mehr auf der Uhr und dann das 2:2. Bayern München muss noch den Ausgleich hinnehmen. Fehler in der Bewegung nach vorne, beziehungsweise sie hatten sich vorne festgesetzt. Und dann kam der Ballverlust von Oscar Wendt ausgenutzt. Dann wird Hazard auf die Reise geschickt. Und er macht den Ausgleich. Der FC Bayern München am Ende enttäuscht. Der Punkt ist eventuell zu wenig im Kampf um die Meisterschaft. Aber Gladbach war auch ein starker Gegner. Der VfB Stuttgart zeigte sich zuletzt gegen Werder Bremen und Leipzig verbessert. Am Ende sprang nur ein Punkt raus. Aber das waren auch nicht unbedingt Gegner in eigener Kragenweite. Jetzt gegen Hannover 96 sollte es dann aber zu einem Sieg mal wieder reichen unter Markus Weinzierl und der erste unter Thomas Hitzlsperger. Die erste Möglichkeit gehörte auch den Schwaben. Hier ist es Mario Gomez aus knapp 18 Metern, der es mal versucht, aber Esser ist ein klasse Keeper. Und dann die Aktion, das ist Ozan, der den Ball verliert an Muslia, aber noch weiter am Ball dran bleibt. Ron-Robert Zieler, schwerer Fehler. Müller ist dazwischen, Haraguchi, Henrik Weidand. Erstmal schmeißen sich noch welche rein und dann ist der Ball irgendwann doch drin. Eine Verkettung unglücklicher Umstände und vor allem auch unglücklicher Situationen in der Verteidigung beim VfB. Und die erste Möglichkeit für Hannover 96 führt zum ersten Treffer. Die haben am Ende wieder richtig auf den Sack bekommen gegen Frankfurt mit 0:3. Jetzt gingen sie hier in Führung. Haraguchi, Nikolai Müller hat die Übersicht. Matthias Oscholek, 0:2. Was war denn jetzt hier los? Doppelschlag für die Gäste aus dem Norden. Und der VfB wusste nicht, wie ihnen geschieht. Sie waren hier die bessere Mannschaft. Plötzlich lagen sie mit 2 Toren zurück. Und Robert Zieler kann nichts mehr machen. Und Matthias Oscholek tatsächlich mit seinem ersten Saisontor. Etwas über eine halbe Stunde gespielt. Und die Elf von Thomas Doll stand jetzt vorm nächsten Sieg, nachdem sie schon gegen Nürnberg 2:0 gewann. Es war aber noch über eine Stunde knapp zu spielen. Noch nicht mal die erste Hälfte vorbei, aber sie blieben jetzt erstmal dran. Und so ein 2-Tore-Vorsprung gegen den VfB Stuttgart, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Sie glaubten dran, hier den Dreier mitzunehmen, aber der VfB wollte es noch nicht wahrhaben und blieb dann im zweiten Durchgang auch dran und wollte schnell anschließen. Das ist auf der rechten Seite Santiago Ascasiba. Die Flanke von Beck, aber Michael Esser passt auf. Das heißt, in der Anfangsphase war hier im Mercedes-Benz Arena noch nicht so viel los. Stuttgart versuchte es, wurde dann aber wieder hinten überrannt, über die linke Außenbahn. Weidand auf Bakalorz, Muslia mit dem Kopfball, der aber nicht so richtig gefährlich wird. Schwegler, Haraguchi und Weidand 0:3. Und jetzt konnte einem der VfB wirklich leid tun. Sie ackerten, sie mühten sich ab, aber am Ende stand es 0:3. Die Partie aber noch nicht vorbei. Sie ackerten auch weiter. Sie spielten weiter. Natürlich, das müssen sie auch. Das Torverhältnis eventuell auch noch. Das Zünglein an der Waage jetzt. Das 1:3 in der 74. Minute von Andreas Beck, dem rechten Verteidiger. Erstes Saisontor. Aber die Frage war, kommt das zu spät? Hannover 96 versuchte es mit Entlastungsangriffen. Weiter Ball nach vorne. Henrik Weidand verliert den Ball aber wieder. Santiago Ascasiba, Andreas Beck, die Flanke, das ist zu wenig. Die Zeit lief davon und Stuttgart glaubte trotzdem weiterhin dran. Schon Ron-Robert Zieler mit vorne dabei, obwohl es 1:3 stand. Aber es ist alles erlaubt. Trotzdem muss man solche Dinger auch reinmachen. Alexander S. war in Szene noch nicht geklärt. Muslia bekommt den Ball nochmal in die Magenkuhle und die Aktion ist vorbei. Esswein kriegt keinen Druck mehr drauf. Esser kratzt den Ball von der Linie. Wieder eine klasse Partie. Nochmal der VfB Nachspielzeit. Ascasiba, Esswein, Anstoßtreffer. Denkste, abseits. Es kam alles zusammen
für den VfB. Sie müssen hier nie im Leben verlieren. Am Ende tun sie das. Wir schauen nochmal drauf. Es war auch eine knappe Aktion. Wir glauben einfach mal der kalibrierten Linie. Am Ende ist es eine 1:3 Pleite, die richtig wehtut. In der direkten Konkurrenz darf man eigentlich keine Punkte lassen. Am Ende ist es Hannover, die an Stuttgart vorbeiziehen. Der Sonntagabend ist dazu da, um den Spieltag abzuschließen, zumindest wenn es keine Montagabendpartie gibt. An jenem Spieltag war es nicht der Fall. 24. Spieltag abgeschlossen von Wolfsburg und Werder Bremen, und es war hier eine ganz, ganz zähe Angelegenheit. Nach dem 1:1 gegen Stuttgart startete auch Bremen hier gegen Wolfsburg nicht so gut rein. Vor allem nach vorne war das zu wenig, das ist hier mal ein versuchter Flankenball, aber die Wölfe machten das defensiv erstmal gut. Nach dem 3:0 in Gladbach wollte man wieder hinten die Null halten, und das gelang bislang auch ganz gut. Kurz vor der Pause kam dann aber auch mal der Gastgeber. Brekalo wird hier nicht vom Ball getrennt. Weghorst legt nochmal zurück. Iavogi, Weghorst und Maxi Arnold damit der ersten Möglichkeit, die man wirklich mal aufzählen konnte. War gar nicht schlecht, aber Pavlenkas da hat kein Problem, den zu parieren. Noch eine Aktion der Wölfe, sie versuchten es zumindest. Dann ist das dieser Flankenball, der aber völlig missglückt ist und ein Sinnbild der ersten Halbzeit darstellt. 45 Minuten Magerkost von zwei Teams, bei denen man es eigentlich besser gewohnt ist in dieser Saison. Das war kein Leckerbissen zum Abschluss des Spieltages. 0:0 also zur Pause, folgerichtiges Ergebnis, aber wir haben ja noch eine zweite Halbzeit, in der es dann hoffentlich besser werden sollte zumindest. Weiter Abschlag und dann von Rashica verlängert. Klaassen schickt Max Kruse plötzlich relativ frei. Ex-Wolfsburger scheitert an Brooks, der ist dazwischen. Nochmal Kruse und der scheitert dann an Kuhn Castells. Der Belgier mit einer klasse Tat. 58. Spielminute zeichnet er sich aus. Gegen diesen Außenristschuss fährt die rechte Planke aus. Die rechte Pranke, pardon. Und hält das 0:0 erstmal fest. Aber Bremen blieb jetzt dran. Kofeld war mit dem 1:1 gegen Stuttgart natürlich wieder nicht zufrieden. Heute Eggestein statt Sargent in der Startaufstellung. Maxi Eggestein, Gebre Selassie, die Flanke in die Mitte gelegt und Max Kruse köpft ein. 62. Spielminute. Der SV Werder Bremen in der Volkswagen Arena verdient in Front. Jetzt war die Gastgebermannschaft nicht mehr so gut drauf. In der Defensive standen sie auch deutlich zu fahrlässig, und am zweiten Pfosten kommt dann William auch noch im Kopfballduell zu spät, beziehungsweise mit dem Kopf hat das hier nichts mehr zu tun. Aber nun auch die Wölfe, jetzt mussten sie ja was nach vorne tun. Weghorst mit der Flanke, Maxi Arnold am zweiten Pfosten, läuft perfekt durch, kein Abseits und der Ausgleich. Zweites Saisontor für Maximilian Arnold. Auch beim letzten Heimspiel gegen den ersten FSV Mainz 05 getroffen beim 3:0. Markiert hier den Ausgleich. Schlussphase nochmal Bremen. Sie wollten hier unbedingt den Dreier. Wolfsburg ist mit dem Punkt hier zufrieden, wie das aussieht. Nochmal Möwald. Kevin Möwald. Robin Knoche ist aber dazwischen. Grätscht rein und klärt zum Eckstoß. Die Partie aber noch nicht vorbei. Nochmal der SVW. Erstmal die Szene von Knoche geklärt. Der kommt aber gleich nochmal zurück. Augustinsson legt auf die linke Seite. Milot Rashica mit der Flanke. Und der Kopfball von Langkamp in die Zuschauermenge. Das war's dann. Werder Bremen und der VfL Wolfsburg trennen sich zum Abschluss des 24. Spieltages mit 1:1. Am Ende wollten es die Gäste mehr, haben es aber nicht mehr geschafft, den Treffer zu erzielen. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn's euch gefallen hat, tippt doch wie immer gerne mit den Kommentaren und lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Video und tschüss.